Sehr geehrter Herr Baumann, vor einem Jahr habe ich bereits bei der Bayer Hauptversammlung gesprochen und Bayers Geschäftsmodell kritisiert. Und mit meiner Kritik war ich auf der ersten Hauptversammlung nach der Monsanto-Übernahme bei weitem nicht allein. Dieses Jahr versuchen Sie als Bayer-Konzern, sich dieser Kritik zu entziehen. Die Corona-Krise wird ausgenutzt, um bei einer Online-Hauptversammlung die kritischen Stimmen aus Deutschland, aber auch aus Ländern wie Brasilien auszublenden. Aber auch wenn wir dieses Jahr zu Hause bleiben, bleiben wir nicht still. Unsere Kritik bekommen Sie, Herr Baumann, ob live oder virtuell, deutlich zu hören. Denn Bayer vertreibt in Brasilien und Südafrika 15 Wirkstoffe, die in der EU nicht genehmigt sind. Davon sind 5 Wirkstoffe aufgrund ihrer Gefährlichkeit für Mensch und Umwelt explizit verboten. Es handelt sich dabei um die Wirkstoffe Carbofuran, Phenamidon, Propinep, Thiodicarb und Tiram. 4 von diesen Wirkstoffen sind dabei auf der Liste hochgefährlicher Pestizide des Pestizidaktionsnetzwerks. Doch was bedeutet das für die Menschen in Brasilien und Südafrika? Betroffen sind hier längst nicht nur Bäuerinnen und Bauern, sondern vor allem auch Arbeiterinnen und Arbeiter auf Plantagen und die lokale Bevölkerung in den Anbaugebieten. In Brasilien werden die Pestizide zum Teil aus dem Flugzeug ausgebracht und so ganze Dörfer indigener Gruppen vergiftet. Bayer versteckt sich vor diesen Vorwürfen gern mit dem Argument der sicheren Anwendung. Doch eine sichere Anwendung von Pestiziden ist für viele Arbeiterinnen und Bauern im globalen Süden genauso schwer umsetzbar wie das Social Distancing in der Corona-Krise. Viele Kleinbauern können sich die notwendige Ausrüstung gar nicht leisten. Und viele Landarbeiterinnen werden so sehr ausgebeutet, dass ihnen nicht einmal die nötige Schutzkleidung vom Arbeitgeber bereitgestellt wird. Anders als ein unkontrollierbares Virus wie Corona ist die Vergiftung von Menschen mit Pestiziden zu 100% vermeidbar. Und Sie tragen als zweitgrößter Pestizidhersteller der Welt Verantwortung dafür, dass vor allem im globalen Süden jährlich Zehntausende Menschen an Pestizidvergiftungen sterben und viele weitere Menschen chronische Gesundheitsschäden erleiden. Deshalb fordern wir Bayer auf, warten Sie nicht darauf, dass die Bundesregierung die Herstellung und den Export hier verbotener Pestizidwirkstoffe untersagt. Nehmen Sie schon jetzt diese Wirkstoffe aus dem Produktportfolio, und zwar weltweit.